Gewaltige Wassermassen. 134 Tote. Unvorstellbare Zerstörung. Schäden in Milliardenhöhe. Ein Jahr ist es her, seitdem für die Menschen im Ahrtal eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Vor der Flut und nach der Flut. Und damit herzlich willkommen zu unserer NTV-Sondersendung aus dem Ahrtal. Ich bin hier groß geworden, ich lebe hier und bin selbst oft schon über diese Wander- und Fahrradbrücke spaziert zwischen Maischoss und Altenahr. Damals, als das Gebiet hier noch in erster Linie dafür bekannt war, eine idyllische Weinanbauregion zu sein und kein Krisengebiet. Ein Jahr ist es her, dass die Welt von Susi Wilhelm hier in Altenburg zusammengebrochen ist. Nicht nur ihr Zuhause. Meine Mutter ist hier ertrunken, im Badezimmer, war wahrscheinlich ein qualvoller Tod. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland so viele traumatisierte Menschen in einem kleinen Gebiet wie hier. Den Mitarbeitern des neu gegründeten Traumahilfezentrums Ahrtal ist es nicht möglich, sich um alle Hilfesuchenden zu kümmern. Mit jedem Monat ist es mehr Zulauf. Die Leute sind ganz überwiegend wirklich schwer betroffen. Ganz, ganz häufig sind Schlafstörungen, totale Erschöpfung, Schreckhaftigkeit, Albträume. Wäre alles ganz schnell wieder aufgebaut, wäre das auch für die Seele irgendwie anders. Wir machen uns auf den Weg nach Maischoss. Die Zerstörung macht mich noch immer sprachlos. Kurz nach der Flut habe ich diese Aufnahmen gemacht. Das hier ist der Weg zu meinem Elternhaus. Wo eigentlich unsere Hauptverkehrsstraße langführte, klaffte ein Krater voller Wasser. Die Straße unter der Naturgewalt weggesprengt. Das wirklich Gute ist, keiner in dieser Straße ist ums Leben gekommen. Keiner ist verletzt worden, zumindest nicht körperlich. In unserer Nachbarschaft treffe ich Familie Koch. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Also hier war euer Vorgarten. Jawohl. Garage, Haus. Richtig. Oder? Ja, also wir stehen jetzt hier praktisch in unserem Garten. Ja, alles nur Trümmer und keine Perspektive. 9000 Häuser sind durch die Flut zerstört oder stark beschädigt. Und viele davon waren nicht versichert gegen Hochwasser oder Starkregen. Ihre Besitzer nahe am finanziellen Ruin. Doch außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Lösungen. Und so springt der Staat ein und finanziert den Wiederaufbau von unversicherten Häusern zu 80%. Ein großzügiges Hilfsangebot, keine Frage. Doch trotzdem lässt es so manchen Betroffenen verzweifeln. Einen Lichtblick gibt es in Dernau. 17 Senioren können wieder nach Hause kommen, zumindest in das eigene Dorf. Aus Containern gebaut steht hier nun eine Seniorenresidenz. Die Senioren, die verstreut waren im Radius von 100 Kilometern, die haben wir zurückgeholt. Sie hatten unheimliches Heimweh. Sie sind hier und freuen sich riesig, dass sie wieder in Dernau sind. Wir besuchen eine der Glücklichen, Paula Hess, die 88 Jahre alt ist. Sie sind jetzt erst vor kurzem hier eingezogen. Ja. Wie ist das für Sie? Eine Nacht habe ich hier geschlafen. Schon ein bisschen Heimat, ne? Wir sind wieder zu Hause. Bevor ich gehe, will mir Paula Hess noch eine Karte zeigen. Ihre Enkelin hat sie ihr zum Einzug geschrieben. Oma, ich wünsche dir alles Gute in deinem neuen Häuserlein in Dernau. Viel Glück und Segen wünsche dir Emma. Alles Gute. Zuckersüß. Wir befinden uns mitten im größten Wiederaufbauprojekt der Nachkriegsgeschichte. Und wir von NTV bleiben für Sie dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, machen Sie es gut.